Immobilien Florida. Traumhafte Strände und lateinamerikanischer Flair. Florida ist für zahlreiche Menschen ein absolutes Traumurlaubsziel. Daher ist es kaum verwunderlich, dass immer mehr Menschen planen, in Zukunft nach Florida auszuwandern und sich im Sonnenstaat ein eigenes Haus zu kaufen. Aber auch ein Feriendomizil kann in Florida einen Traum Wirklichkeit werden lassen. Nicht nur die romantischen Küstenabschnitte sind Gründe für das Auswandern nach Florida. Auch die etlichen Golfplätze, die spannenden Freizeit- und Familienparks und auch die Naturparks machen Florida zu einem echten Traumziel für alle Altersklassen. Dürfen Ausländer Immobilien in Florida erwerben? In Florida ist es für Ausländer denkbar einfach, ein Haus zu erwerben. Sie benötigen dazu weder eine gültige Aufenthaltserlaubnis noch ein Visum. Allerdings sollten Sie beachten, dass Sie sich trotz Eigentum mit einer fehlenden Daueraufenthaltsgenehmigung nur maximal 90 Tage am Stück in den USA aufhalten dürfen. Eine eigene Immobilie gibt Ihnen somit nicht das Recht, sich dauerhaft im Land aufzuhalten. Eine Möglichkeit, an einen dauerhaften Aufenthaltstitel zu kommen, ist die Green Card Lotterie. Diese beruht jedoch, wie der Name bereits vermuten lässt, auf dem Zufallsprinzip und gibt Ihnen keinerlei Garantie, dass Sie zu den glücklichen Gewinnern einer Green Card gehören. Die meisten ausländischen Immobilieninhaber dürften leider nicht zu diesem glücklichen Personenkreis gehören. Aus diesem Grund ist es in den USA üblich, dass Ausländer ihre Häuser vermieten, während sie sich selbst nicht im Land aufhalten. Was gibt es sonst beim Kauf von Immobilien in Florida zu beachten? Jedes Land hat ganz eigene Regeln und Abläufe, was den Kauf von Grundbesitz betrifft. Aus diesem Grund ist es ratsam, sich vor dem Entschluss eines Hauskaufes mit den Eigenarten des jeweiligen Landes bestens vertraut zu machen. Das ist auch in den USA nicht anders. Closing. Damit wird der Prozess des Kaufs bezeichnet. Die Kaufabwicklung in Florida ist eigentlich gänzlich einfach. Sie erwerben die Immobilie genauso, wie Sie sie gesehen haben. Ist der Kaufpreis verhandelt, wird im Anschluss der Kaufvertrag unterzeichnet und die Hausübergabe erfolgt in den nächsten 30 Tagen. Dafür erhält der Immobilienkäufer eine beglaubigte Übertragungsurkunde. Das Closing muss zwingend von einem Anwalt durchgeführt werden. Unmittelbar vor Kaufabschluss sollten Sie die Immobilie erneut inspizieren, um zu verhindern, dass neue Mängel hinzugekommen sind. Gebühren. Neben der Documentary Tax, die der Grunderwerbssteuer entspricht und 0,7 Dollar je 100 Dollar Immobilienwert beträgt, fallen beim Kauf von Immobilien in Florida weitere Gebühren an. Die Nationalität des Käufers spielt dabei keine Rolle. Sie können damit rechnen, dass die Kaufnebenkosten zwischen 2 und 7% des Kaufpreises liegen. Auch wenn sich der Immobilienkauf in Florida als recht einfach erweist, ist es dennoch empfehlenswert, sich einen erfahrenen Immobilienmakler an die Seite zu nehmen, der Sie vor etwaigen Fallstricken bewahren kann. Daneben ist es empfehlenswert, sich vorab über die Höhe der Versicherungsprämien zu informieren. Je nach Alter Ihres neuen Hauses können diese aufgrund neuer Vorschriften wegen der Gefahr von Hurricanes sehr hoch ausfallen. Dies sollten Sie unbedingt beachten. Falls wir Sie beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie unterstützen dürfen, kommen Sie auf unsere Homepage bluehomes.com.